Ja, wir wurden alarmiert zum Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Es war nicht ganz klar, wo sich die Einsatzstelle befindet. Es war so eine vage Aussage vom Anrufer, irgendwo zwischen Göbrichen und Ischbringen. Haben dann den Bereich abgesucht, im Prinzip komplette Straßenbereich, Kreisstraße 4531. Und dann haben es dann hier im Bereich Abzweig Wagenstraße haben die Einsatzstelle vorgefunden. Also beim Eintreffen hatten wir einen Verkehrsunfall zweier Pkw. Es war ein Cabrio und ein SUV. Der Fahrer des Cabrios befand sich noch im Fahrzeug, war augenscheinlich verletzt, wurde dann erst versorgt und der Fahrer des SUVs war nicht verletzt, ist entsprechend ausgestiegen, war ansprechbar. Von daher haben wir letztendlich mit einer verletzten Person zu tun gehabt. Wir haben eine Erstversorgung durchgeführt des Fahrers im Cabrio. Da kam dann auch relativ zeitnah der Rettungsdienst dazu. Haben dann Hand in Hand mit dem Rettungsdienst die Person versorgt, stabilisiert und wurde dann gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug geborgen und im Rettungswagen weiter versorgt. Also die Person war soweit ansprechbar, saß im Fahrzeug. Weil man nicht ausschließen konnte, dass eine Wirbelsäulenverletzung vorlag, haben wir die Person mit dem sogenannten Rettungsbrett im Prinzip vorsichtig aus dem Fahrzeug rausgeborgen. Sprich, das Brett wird unter das Gesäß geschoben, die Person wird dann rausgedreht und kommt dann entsprechend auf die Trage des RTWs. Ja, die Polizei macht jetzt die Aufnahme zum Unfallhergang, wird klären, wie es zustande gekommen ist. Wir warten jetzt auf den Abschleppdienst und sobald die Polizei die Einsatzstelle freigibt, werden die Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn entsprechend wieder freigegeben. Hast du von Lager dran, von deinem Zeichen? Ich kann gleich nicht ziehen, wenn ich was kommt. Ja. Kannst du schon laufen, alles gut.